Während der bisher dargestellten Phasen des Planungsprozesses, des Relationship Marketings, das heißt die Analysephase sowie die Strategie- und Maßnahmenfestlegung planerischen Charakter haben, dient die Implementierungsphase der Umsetzung des Konzepts des Relationship Marketings im Unternehmen. Ohne eine systematische Umsetzung ist jedes Konzept wertlos. Eine erfolgreiche Implementierung setzt die Einbeziehung aller Mitarbeiter voraus. Gerade aufgrund des Beziehungsdenkens im Rahmen des Relationship Marketing können erhebliche innerbetriebliche Veränderungsprozesse erforderlich sein. Nach der Einführung von Marketingkonzepten und Programmen im Unternehmen wird in vielen Fällen festgestellt, dass sich der geplante Erfolg nicht immer im gewünschten Maße einstellt. Gleiches gilt für die Einführung des Konzeptes des Relationship Marketing. Bezogen auf die Erfolgskette des Relationship Marketings, wie hier dargestellt, bedeutet dies beispielsweise, dass Unternehmen ein Konzept und Maßnahmen zur Verbesserung der Leistungsqualität, hier in der psychologischen Wirkung angesiedelt, der Kundenzufriedenheit und der Kundenbindung, hier in der Verhaltenswirkung angezeigt, und damit des ökonomischen Erfolgs entwickelt haben, die einzelnen Zwischenziele jedoch nur in unzureichendem Ausmaß realisiert werden. Im Ablauf der Erfolgskette kommt es zu einem katalysierenden Effekt der einzelnen Umsetzungsprobleme. Beispielsweise wirken sich Umsetzungsprobleme bei der Dienstleistungsqualität über die gesamte Erfolgskette bis hin zum ökonomischen Erfolg aus. Dem Unternehmen gelingt es demnach aufgrund von Qualitätsdefiziten nicht wie geplant, profitable Kundenbeziehungen zu initiieren, aufzubauen und zu intensivieren. Für das Scheitern der Einführung von Marketingkonzepten und Programmen werden drei Problembereiche als ursächlich angesehen. Eine Analyselücke, das ist dieser erste Problembereich, der hier dargestellt ist. Eine Analyselücke besteht, wenn die Selbsteinschätzung des Unternehmens bezüglich Kompetenz, Leistungsfähigkeit und Kundenanforderungen von der Einschätzung der Kunden abweicht. Demnach gibt es drei mögliche Ansatzpunkte, die für das Entstehen einer solchen Analysenlücke, auch Kundenzufriedenheitsfalle genannt, verantwortlich gemacht werden. Es handelt sich zum einen um die Wahrnehmung, die das Unternehmen selbst von seiner Leistungsfähigkeit hat. Zum anderen geht es um die Erwartungen der Kunden an diese Leistungen und letztlich um die von ihnen tatsächlich wahrgenommene Leistung. Das Auftreten eines solchen Defizits lässt darauf schließen, dass die eigenen Stärken und Schwächen nicht gründlich genug analysiert worden sind. Die formulierte Strategie deckt sich nicht mit den eigenen Kompetenzen und Ressourcen. Von einer Planungslücke, das ist hier der zweite Bereich, angezeigt wird, von einer Planungslücke wird gesprochen, wenn keine längerfristige und koordinierte Strategieplanung vorgenommen wurde. Das Unternehmen konzentriert sich dementsprechend stark auf das operative Tagesgeschäft. Die Maßnahmen sowie die Umsetzung werden nicht unter längerfristigen Gesichtspunkten vorgenommen, sodass eine Ausrichtung an strategischen Zielen unterbleibt. Die Implementierungslücke, hier im dritten Abschnitt dargestellt, beschreibt den Zustand, dass zwar strategische Ziele formuliert und die Strategie zur Zielerreichung vorliegt, diese jedoch nur mangelhaft umgesetzt wird. Dieses Umsetzungsdefizit wird auf mehrere Ursachen zurückgeführt. Während die ersten beiden Problembereiche, die Analyse und die strategische und operative Steuerungsphase des Relationship Marketings betreffen
und sich in falschen Zielsetzungen oder einer ungeeigneten strategischen und operativen Planung niederlegen, bezieht sich der dritte Problembereich auf die Implementierung einer an sich richtigen Strategie. Generell ist unter dem Begriff Implementierung ein Prozess zu verstehen, durch den Marketingpläne in aktionsfähige Aufgaben umgewandelt werden, durch den sichergestellt wird, dass diese Aufgaben so durchgeführt werden, dass sie die Ziele des Planes erfüllen. Übertragen auf das Relationship Marketing bezeichnet die Implementierung einen Prozess, durch den das Konzept und der Plan des Relationship Marketing in aktionsfähige Aufgaben umgesetzt werden, mit dem Ziel, profitable Kundenbeziehungen zu initiieren, aufzubauen und zu intensivieren. Für eine erfolgreiche Implementierung beziehungsorientierter Konzepte sind zunächst die Ziele der Strategieimplementierung festzulegen. Aus dem Inhalt einer Implementierung, die Überführung von Relationship-Marketing-Plänen in aktionsfähige Aufgaben und den dafür erforderlichen sach- und verhaltensbezogenen Aufgabenbereichen, lassen sich mit der konzeptionellen, der personellen sowie der institutionellen Ebene drei Implementierungsebenen ableiten, für die unterschiedliche Implementierungsziele festzulegen sind. Die drei Ebenen haben Sie hier im Rahmen der konzeptionellen, der personenbezogenen und der institutionellen Implementierungsebene. Auf der konzeptionellen Implementierungsebene ist das zentrale Ziel die Spezifizierung der globalen Strategievorhaben. Bei dieser Spezifizierung werden die im Rahmen der Planungsphase grob formulierten Stoßrichtungen und Maßnahmen des Relationship Marketings konkretisiert. Dies erfordert auch eine intensive Auseinandersetzung der Führungskräfte mit den Möglichkeiten zur Verbesserung der Beziehungsorientierung und mit der Relevanz der Maßnahmen aus Kundensicht. Diese Konkretisierung der Relationship Marketing Strategie erfolgt im Rahmen der operativen Gestaltung des Relationship Marketings und bildet die Grundlage für die weiteren Implementierungsschritte. Auf der personellen Ebene, also dieser zweiten Ebene, besteht das Hauptziel im Aufbau von Akzeptanz und Wissen bezüglich der Strategie bei den betroffenen Mitarbeitern. Dieses Ziel umfasst neben der Änderungsbereitschaft in Form des Wollens auch Ziele der Änderungsfähigkeit, das heißt des Kennens, Verstehens und Könnens, der Beziehungsorientierung und weiterer Implementierungsinhalte. Hiermit verbunden sind folgende konkrete Subziele. Erstens, die Vermittlung von Kenntnissen über das Thema Relationship Marketing und das damit zusammenhängende Implementierungsprojekt. Zweitens, die Gewährleistung, dass das Konzept von sämtlichen Personen verstanden wird. Und drittens, der Erzielung einer hohen Einsatzbereitschaft auf sämtlichen Hierarchieebenen. Mittel- bis langfristig ist darüber hinaus eine beziehungsorientierte Unternehmenskultur durch alle Mitarbeiter des Unternehmens zu entwickeln und zu leben. Beiden Teilaufgaben dienen Informations-, Qualifikations- und Motivationsinstrumente. Der Aufbau von Akzeptanz und Wissen bei den Mitarbeitern ist eine der problematischsten Aufgaben im gesamten Prozess. Auf der institutionellen Implementierungsebene, wie hier dargestellt, ist es das Ziel, die beziehungsorientierte Anpassung der Strukturen und Systeme des Unternehmens zu schaffen. Zu den Strukturen zählt sowohl die Aufbau- als auch die Ablaufstruktur. Zu den Systemen, beispielsweise Controlling-, Informations- und Personalmanagementsysteme. Auch hier ist die Teilnahme aller Mitarbeiter des Unternehmens sicherzustellen. Aufbauend auf der Konkretisierung der Relationship-Marketing-Pläne
Auf der konzeptuellen Ebene befasst sich die Implementierung entsprechend mit einer Anpassung der Unternehmenskultur, also auf der personellen Ebene, der Unternehmensstruktur und der Unternehmenssysteme, also der institutionellen Ebene. Für den Erfolg des Relationship Marketing ist nicht nur die dargestellte Ausrichtung der Marketinginstrumente an der Strategie erforderlich, sondern auch ein Fit zwischen Relationship Marketing Strategie und Unternehmenskultur, Systemen und Struktur, wie eben hier in der nächsten Abbildung dargestellt. Der Kontakt zwischen Unternehmen und Kunde findet in der Regel in der Interaktion des Kunden mit verschiedenen Mitarbeitern statt. Ohne das Bewusstsein der Mitarbeiter über die Bedeutung der Beziehungsorientierung sowie die Fähigkeit der Mitarbeiter, diese in der Interaktion mit dem Kunden umzusetzen, ist ein erfolgreiches Relationship Marketing unmöglich. Wie bereits dargestellt, ist zudem die Durchsetzung des Relationship Marketings als Philosophie ohne beziehungsorientierte Informationssysteme nicht erfolgversprechend, da die Mitarbeiter bei der Umsetzung der Beziehungsorientierung auf geeignete Kundeninformationen angewiesen sind. Auch bedarf es der entsprechenden beziehungsorientierten Strukturen. Die Beziehungsorientierung ist ohne geeignete Abläufe, wie zum Beispiel einem Empowerment der Kundenkontaktmitarbeiter, das eine schnelle Erfüllung von Kundenwünschen und strategiekonforme Unternehmensorganisation, zum Beispiel die Existenz einer Beschwerdeabteilung, nicht umsetzbar. Ist der Fit zwischen der Strategie, der Kultur, Struktur sowie System nicht gegeben, sind bei der Implementierung des Relationship Marketing entsprechende Anpassungen erforderlich. Auf diese Weise werden die internen Voraussetzungen geschaffen, um extern erfolgreich zu sein. Die Notwendigkeit einer beziehungsorientierten Anpassung von eben Strukturen, Systemen und Kultur, wie hier dargestellt, zeigt sich anhand verschiedener Indikatoren. Beispielsweise ist es ein Indikator für einen mangelnden Strategie-Struktur-Fit, wenn das Unternehmen sehr hierarchisch aufgebaut ist und nur wenige Mitarbeiter des Unternehmens oder eines Unternehmens im Kundenkontakt stehen, das heißt die Kundensituation kennen. Dies erschwert den Aufbau und die Intensivierung profitabler Geschäftsbeziehungen erheblich. Eine stärkere Beziehungsorientierung ist eben durch flache Hierarchien erreichbar, da sich durch die organisatorische Nähe zum Kunden das Bewusstsein für dessen Probleme und Wünsche verstärkt. Ein nicht vorhandener Strategie-System-Fit, wie hier dargestellt, liegt im Relationship-Marketing beispielsweise vor, wenn die Informationssysteme des Unternehmens nicht in der Lage sind, kundenindividuelle Informationen zu generieren, zu speichern, zu verarbeiten und weiterzugeben. Ist dies der Fall, ist eine Steuerung und damit der Aufbau sowie eine Intensivierung der einzelnen Kundenbeziehungen mit Problemen verbunden. Ist Mitarbeitern die Umsetzung der Beziehungsorientierung nicht möglich, weil die erforderliche Kundeninformationen nicht vorliegen, ist dies ein Indiz für die Notwendigkeit der Anpassung der Unternehmenssysteme. Und dies wäre der Fall, wenn ein Mitarbeiter im Beratungsgespräch nicht über Informationen verfügt, die der Kunde dem Unternehmen bereits zum Beispiel in einem Vorgespräch mit einem anderen Mitarbeiter oder postalisch hat zukommen lassen. Ein Klassiker in der Hotellerie ist die Frage, ob alles in Ordnung war bei Abreise. Liegen dem fragenden Mitarbeiter hier Informationen darüber nicht vor, dass sich der Kunde ohne dies schon dreimal im Rahmen seines Aufenthaltes beschwert hat, dann klingt diese Frage einigermaßen sinnlos und verwirrend für den Kunden. Ein Strategie-Kultur-Fit, wie hier dargestellt, ist beispielsweise nicht gegeben, wenn die Mitarbeiter ein ausschließlich technik- und produktorientiertes Denken an den Tag legen
und dies nicht mit der Beziehungsorientierung des Relationship Marketing in Einklang bringen. Trägt die Kultur eines Unternehmens die Beziehungsorientierung nicht mit, wird die Ausrichtung der Unternehmensaktivitäten an einzelnen Kundenbeziehungen und somit der Aufbau und die Intensivierung profitabler Kundenbeziehungen mit Schwierigkeiten behaftet sein. Vor diesem Hintergrund ist im Einzelfall zu prüfen, welche Anpassungen der bestehenden Unternehmenspotenziale, insbesondere der Strukturen, der Systeme und der Unternehmenskultur notwendig ist.